Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Computerwerk und zwar mit dem Gaming-PC North Bay D für 2499 Euro. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator, Alter, von wem auch sonst. Der ist nur am Posten, guck mal, hier postet der, da postet der, hier oben, da hat er gepostet, der ist nur am Posten. Aber gut, dann habe ich wenigstens Content und das System, das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Gut, da steht jetzt Pro Gamer Edition, das können die ja nennen, wie sie lustig sind, ist mir ja egal. Hier der PC, ja, es kommt einigermaßen hin. Ne? Also die zeigen jetzt nicht übertrieben leuchtenden RAM, obwohl hier leuchtender RAM drin ist, das ist schon mal in Ordnung. Hier ist eine Thermaltake Wasserkühlung drin, hier ist allerdings eine Cooler Master verbaut und solche Geschichten. Aber ist gar nicht so schlimm, das Board stimmt, die Grafikkarte einigermaßen, der Prozessor stimmt und halt das Gehäuse. Ja, kann man so machen. Und wie immer gucken wir uns das System natürlich nicht konfiguriert an, also es ist halt die Grundconfig, ich habe da nichts geändert, nur man kriegt die Einzelteile halt erst im Konfigurator raus, deswegen machen wir es jetzt so. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i5 14600KF. Der hat 14 Kerne, 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 181 Watt reinschrauben. Wenn ihr den unbegrenzt laufen lasst, dann auch definitiv noch mehr. Stellt ihr diese Werte wirklich so ein, hält er glaube ich für 56 oder 58 Sekunden diese 181 Watt und geht dann wieder auf seine 125 Watt zurück. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS. Auch hier im DDR5 Bereich ganz locker 6000, 6400, 6800. Es gibt Systeme, die laufen mit über 7000, sofern ihr halt nur zwei Regeln benutzt. Der ist super geeignet zum Zocken, zum Streamen, halt auch zum Rendern. Ihr könnt damit Videobearbeitung machen, Bildbearbeitung, diese ganzen Geschichten. Natürlich gibt es noch bessere, aber in dem Preisbereich ist der gut gewählt. Wenn es eine reine Gaming-Maschine sein soll, dann nehmt AMD. Mit dem könnt ihr auch ein paar Videos schneiden und so, klar. Aber wenn ihr wirklich noch mehr macht als wirklich nur Gaming, ist Intel gar nicht mal so schlecht. Aber die pfeifen sich halt ziemlich viel Watt rein. Und der kostet 274,90 Euro bei ProShop. Die Grafikkarte ist eine 16 GB GeForce RTX 4080 Super MSI Gaming X Slim. In dem Fall wissen wir sogar, was wir bekommen. Ihr könnt euch das Modell natürlich auch aussuchen, aber das ist wirklich voreingestellt, halt im Konfigurator. Die 4080 Super ist noch eine Stufe vor der 4090, was aktuell die Top-Grafikkarte darstellt. Also ist die 4080 Super sehr gut für 4K-Gaming und auch WQHD geeignet. Guckt euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Der Prozessor limitiert die auf jeden Fall nicht. Und die kostet 1124,80 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x16 GB, DDR5, 5600 MTS, Kingston Fury Beast RGB. Schauen wir uns da die Details an, sehen wir, dass es halt 5600er ist, wie der Name schon sagt, mit CL36. Das ist jetzt nicht der schlechteste RAM, aber es ist auch kein guter RAM. Das Problem ist einfach, also erstmal 32 GB ist okay. 5600 MTS, ja, finde ich ein bisschen wenig. Deckt sich natürlich so ein bisschen mit den Spezifikationen von Intel. Ich hätte mindestens 6000er genommen und CL36 sind jetzt auch nicht die besten Timings. Das Ding ist halt einfach, der kostet 128,21 Euro. Wenn wir welchen von Corsair nehmen, 32 GB auch, 6000 MTS CL30, was wir immer so empfehlen, so im Schnitt, kostet der gerade mal 122. Ich habe keine Ahnung, wie die Einkaufspreise für Computerwerk sind, aber wenn im Endkundensegment die Corsair-Dinger schon billiger sind, hätten sie auch direkt besseren RAM nehmen können. Finde ich ein bisschen verschenktes Potenzial. Wie gesagt, ist nicht der schlechteste RAM. Ist jetzt nicht so 4800er CL40 irgendwie ohne Kühler oder so, aber es geht halt besser für weniger Geld. Ansonsten 32 Gig sind okay, ne? Also in dem Preisbereich braucht man nicht meckern. Und der kostet 128,21 Euro bei Mindfactory. Ach, und bevor jetzt jemand meckert wegen dem anderen RAM, ja, das ist AMD Expo. Ist mir vollkommen klar, ist kein XMP, laufen normalerweise aber auch unter Intel. Ihr könnt auch einfach Intel XMP RAM nehmen, der kostet das gleiche, auch 6000er CL30. Das Mainboard ist ein MSI Mac Z790 Tomahawk Wi-Fi. Hier haben wir erstmal den Z790 Chipsatz, das ist der aktuellste Chipsatz bei dem Sockel 1700 für Intel. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture Card oder halt noch eine weitere M.2 Karte, wenn ihr das wollt oder was auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 2x USB Typ C, 4x USB 3.1, 4x USB 3.0, Netzwerkanschluss, dann haben wir hier noch einen Clear-BIOS-Button und einen Flash-BIOS-Button und die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier leider nicht benutzen, weil es ein KF-Prozessor ist. Wäre es jetzt nur ein 14600K, könntet ihr die benutzen. Ihr zieht das Bild aber sowieso über die Grafikkarte. Ist halt ganz nett, wenn die Grafikkarte mal abraucht. Dann kann man darüber noch ein Bild ziehen, wenn es ein K-Prozessor wäre. Grundsolides Mainboard. Wandert auch so oft in unsere Konfigurationen rein, weil es halt preislich sehr interessant ist, gut aussieht und auch noch viele Steckplätze hat. Brauche ich überhaupt nicht zu meckern.
Und das kostet 237,96 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Meshify 2 RGB Black TG Light Turn Schwarz. Hatten wir auch schon des Öfteren bei mir in den Videos. Das bringt schon 340mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind. Und dann haben wir noch einen 140er im Heck, ebenfalls RGB beleuchtet. Dann kommt noch die Wasserkühlung rein. Also oben der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Ihr habt eine Mesh-Front. Designtechnisch ist es halt euer Ding. Brauche ich aber auch nicht zu meckern. Und das kostet auch stolze 163,69 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPG A850G PCI Express 5. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und ist voll modular und hat auch schon den neuen ATX 3.0 bzw. 12 Volt High-Power-Stecker für die Grafikkarten. Gerade bei der 4080 Super ist das hier sehr wichtig, dann habt ihr nicht dieses blöde Adapterkabel da hängen und so. Qualitativ top. Braucht man überhaupt nicht meckern, auch okay. Und ja, 850 Watt reichen auch ganz dicke aus fürs System, selbst wenn ihr jetzt den Prozessor und die Grafikkarte unter Volllast setzt, was ihr im realistischen Gebrauch niemals macht. Also entweder ist die Grafikkarte voll ausgelastet oder der Prozessor, aber beides gleichzeitig ist schon sehr, sehr selten. Und das kostet 128,09 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Cooler Master Master Liquid 360L Core ARGB 360mm. Das Ding ist halt, die hatte ich selber noch nicht im Test. Ich weiß nicht, ob die Pumpe irgendwie zu laut ist oder sonst was. Für mich ist es jetzt erstmal eine 360er Wasserkühlung, hat ein bisschen RGB-Beleuchtung, leider nur 2 Jahre Herstellergarantie. Es gibt Hersteller, die sind da deutlich besser unterwegs mit 5 oder 7 Jahren. Ich kann jetzt aber von der Lautstärke und Qualität halt nichts zu sagen. Ich habe schon viel getestet, Deepcool und Endorfy und so weiter, da kann ich was zu sagen. Für mich ist es halt eine 360er und das ist für den Prozessor auch angemessen. Und die kostet 92,99 Euro über den Amazon Marketplace bei Wookie. Was den Speicherplatz angeht, haben wir eine 2 TB Samsung 980 Pro. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde, hat auch TLC-Speicher. 2 TB, endlich wieder einer, der es begriffen hat, dass wir bei ungefähr 2000 Euro auch 2 TB haben wollen. Ich zumindest, müsst ihr ja selber wissen, sage ich in jedem Video. Aber ich finde es völlig okay. Ist halt sauschnell, braucht man nicht unbedingt als Gamer. Aber wenn ihr noch andere Sachen damit macht, gerade wegen dem Prozessor, ja, super. Und die kostet 159,89 Euro bei Mindfactory. Erweiterungen haben wir nicht mit dabei, Software ist auch nicht mit dabei und Peripherie auch nicht. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2310,53 Euro. Und das System kostet 2499 Euro. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von ca. 190 Euro, was nicht mal mehr 10% entspricht von diesem Endpreis quasi. Ist okay, kann man machen. Was mich so ein bisschen stört, ist der RAM. Und was mich da leider auch so ein bisschen ärgert, man kann es halt nicht mal mehr ändern, weil preislich ist er halt echt irgendwo in Ordnung. Nur man kann halt maximal 5600er nehmen, nicht mal irgendwie 6000 oder 6400 oder whatever, sondern man ist bei 5600 festgenagelt oder man nimmt 4800er, da würde ich aber tunlichst vom abraten. Wenn da jetzt wirklich noch 6000er CL30 drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, kauft es euch. Kein Problem. Das mit dem RAM, gut, müsst ihr dann halt irgendwo selber wissen. Da ist jetzt kein grober Schnitzer drin. Und ich war es normalerweise gewohnt von Computerwerk, dass die halt mit den Preisen überzogen haben oder irgendeine Komponente so richtig Mist war, irgendwelche China-Netzteile oder sonst was. Aber das ist echt in Ordnung, finde ich gut. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwo Angebots-PCs, braucht man nicht drüber reden. Vielleicht auch bei Dubaro, da ist der Aufpreis dann nur noch 50 Euro, was verstehe ich alles. Aber wir müssen das jetzt wirklich mal auf diesen Hersteller so beziehen und da sind 190 Euro halt okay. Das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.